meine Lieben, aus dem Fischkeller. Vorhin hatte ich ja so eine blöde Aufnahme hochgeladen. Das lag daran, weil das Handy, was das gefilmt hat, das hatte ich vorher sauber gemacht und dann war wahrscheinlich Wasser noch im Mikro. Und ich dachte mir, wenn ich jetzt hier schon mal mir die Arbeit mache, dann kann ich euch das ja auch gleich mal zeigen. Ich muss dahin gucken. Sorry. Und zwar habe ich ja hier das Becken und das wollte ich jetzt sauber machen. Und da viele Fragen, wie ich das mache, zeige ich euch das jetzt einmal. Und zwar nehme ich einen Luftschlauch, der ist eigentlich ein bisschen zu kurz, aber geht auch. Ein Eimer und natürlich das Becken. Und mit dieser, ich versuche euch mal zu drehen. Mit der Methode des Ansaugens holen wir das ganze Mulmgelump raus und das ist wichtig, das nehme ich auch mal raus, dass wir vorher nicht zu viel aufwirbeln. Und jetzt gilt es, ich mache das mal so, dass ihr es seht. Stativ würde es bringen. Ich bin super vorbereitet. Aber das Stativ ist durch den Umzug auch weg. Und zwar nehme ich jetzt den Luftschlauch und ich sehe ja, wo die Tiere sind. Die sind hier im hinteren Bereich und hier vorne sind zwei. Also da ist ein und da ist ein Tier. Und dann sauge ich das an. Und dann läuft das auch schon. Und dadurch, dass ich jetzt hier an der Stelle meine Finger drauf mache, saugt es sozusagen nicht an. Ihr seht da den Tropfen, wenn ich jetzt tiefer gehe, kommt es raus. Und da ich ja mit dem Eimer wesentlich tiefer bin, halte ich dann den Daumen drauf. Und sobald ich den Daumen wegnehme, saugt es das Ganze an. Und war da jetzt ein Jungtier dabei? Wenn ich mir nicht sicher bin, kann ich jetzt nämlich durch den Schlauch das sehen. Da ist es nämlich, da ist das Jungtier. Gehe mit dem wesentlich höher. Und kann es so wieder raus befördern. Ich mache da meistens immer alles raus. Da ist er. Und ihm geht es noch gut. Wenn ich das jetzt tiefer halte, ist es auch so, dass dadurch, dass dieser Sog einmal da ist, es auch weiterläuft. Im Hintergrund natürlich der Trockner. Wir sind ja hier im Hauswirtschaftsraum. Ne? Hier wird gearbeitet. So, und jetzt muss ich halt hier an den Kanten muss ich besonders aufpassen. Die sollen natürlich auch sauber werden. Ja, ich nehme auch gerne immer so diese ganzen Fäden ab, die Reste von der Entengrütze oder wie auch immer ihr sie nennt. Und ich achte darauf, dass ich in diesem Jungtierbecken keine Schnecken habe, weil die Schnecken zwar auch so ein bisschen sauer machen, aber auch viel Kacker machen, um das mal nett auszudrücken. Und da ist auch irgendwo ein Jungtier und so, wenn die noch so klein sind, so nur 2-3 mm, da schwimmen die auch noch nicht weg von diesem Sog. Natürlich relativ gefährlich. Und ich schneide jetzt mal das Video und lass mal schneller ablaufen. So, ich habe jetzt leider nicht mitgefilmt. Ich habe jetzt hier einmal das Wasser drin, die Anubia, und der Wasserstand jetzt, also es waren jetzt so 2-3 cm, sieht man hier an den, hier sieht man nicht, aber wir sehen das Wasser ungefähr, mehr mache ich auch nicht raus. Das restliche, was da jetzt noch drin ist, das ehrlich gesagt drauf. Ich habe jetzt hier noch ein sauberes Mikrofasertuch. Und das ist zu groß. Hatte früher immer so kleine Stückchen. Ich werde das jetzt aber trotzdem damit machen. Und zwar mache ich das so klein wie möglich und mache jetzt sozusagen hier einmal sauber. Und ich hatte ja im letzten Video von diesem Kleinstlebewesen an der Scheibe gesprochen. Deswegen mache ich auch nicht die ganze
Scheibe, sondern nur diese Entengrütze so ein bisschen weg, dass es ein bisschen ansehnlicher ist. So, ihr wisst ja, dass mir das Wohl der Tiere wichtiger ist als das Aussehen. Ich kriege ja oft Kommentare, letztens heute erst wieder, deine Artemis-Schale ist nicht sauber gewischt, dann gucke ich das Video nicht. Antwortet aber schon zweimal auf einen Kommentar mit lang und breit erklärten Sätzen, okay, wo ich im Video sage, dass die Schale 5 Jahre alt ist. Sorry, mit Material, was 5 Jahre alt ist, das ist nicht mehr High-Class-Beauty und das ist hier auch kein Beauty-Kanal, sondern ein Fischkanal. Genau, also ich versuche wirklich immer meine Scheiben sauber zu halten und auch das Equipment, aber ganz ehrlich, das sind nicht meine Fotobecken und hier sind auch Überwassertropfen. Es ist zum Glück nicht so schlimm hier bei uns, weil wir relativ weiches Wasser haben. Wollte ich auch nochmal erwähnt haben. Und nachher nehme ich nochmal ein ganz kleines Tuch und dann gehe ich hier so ganz langsam. Ich lasse die Ränder erstmal aus, weil sich die Tiere da ganz gerne drin sammeln und mache erstmal den Boden so ein bisschen sauber. So. Und dann kann ich bei Bedarf, aber die Kacke ja nie so viel, ist ja hauptsächlich der Dreck von den Elterntieren, die natürlich durch die höhere Temperatur einen höheren Stoffwechsel haben und dadurch natürlich auch mehr, naja, so, die Ränder lasse ich aus und dann ist das auch schon wieder sauber und man sieht, das ist eine Menge. So. Da ich nicht weiß, ob hier jetzt noch Tiere drin sind, fülle ich das gleich um. Gucke ich dann morgen noch mal rein, ob da was drin ist oder nicht. Und wenn nicht, gebe ich das meinen Pflanzen zu trinken. Und ich hatte ja schon in dem anderen Video gesagt, ich habe da oben ein eingelaufenes Becken. Ich nehme jetzt einfach ganz normal einen Wasserschlauch und fülle hier ein bisschen auf. Ich mache ein bisschen mehr Wasser jetzt. Mehr Wasser, nicht mehr Wasser. Und ich werde die Pumpe jetzt erstmal gleich lassen. Und beim Wasserwechsel ist es jetzt so, wenn der jetzt erfolgreich gewesen ist, und davon gehe ich jetzt mal aus, dass dann alle Tiere jetzt erstmal überleben und dass sonst auch alles passt. Dann kommt eine größere Pumpe rein, die da auch ein bisschen Strömung mit reinbringt, dass sich die Schwimmblase ein bisschen besser entwickeln kann. Die entwickelt sich zwar jetzt noch nicht, aber für später, das passiert dann so, wenn sie 3, 4, 5 Wochen alt sind, dann kommt dann eine bessere Pumpe mit Strömung. Genau, und da sieht man ein Tier. Okay, sieht man nicht, aber man sieht, da sind noch ganz schön viele Schwebteile. Und meistens mache ich es so, dass ich sonst noch mal eine Stunde noch mal absauge, weil dann bilden sich solche Fluselhaufen. Aber die Babys sieht man halt extrem schlecht, weil sie halt noch so durchsichtig sind. Da ist eins. Und da ist eins. Genau, das andere Video werde ich jetzt dann gleich löschen, denn da ist ja der Ton grottig. Und ich hoffe, dass der jetzt hier ein bisschen besser ist. Da sind auch noch ein paar. Genau. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Vergesst nicht Kommentare, falls ihr noch welche für ein Q&A-Video habt, da zu lassen. Ja, Abo gerne, weil 80%, okay, wir haben nicht mehr 80%, aber 60% sind immer noch ohne Abo. Das ist sehr schade. Aktiviert die Glocke und ja, liked und teilt gerne das Video, wenn es euch gefallen hat. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Ciao. Kommt gut durch die Corona-Zeit. Bleibt gesund.